fette Ladung Struktur für zu Hause. Bali, wir sind jetzt am letzten Tag hier angekommen. Also du weißt, wir finden unsere Brand so geil, wir mussten sie verewigen. Terry Hustlers mit Viereck drauf, denke ich. Eins, zwei, drei! Oh mein Gott! Seid ihr krass! Ui, mit bei der Kokosnuss! Sieht so ein bisschen brutaler aus. Deine sieht ja, was geht ab? Die Kokosnuss ist sozusagen das Bali-Spezial. Die Kokosnuss krass, kommt von uns, Mann. Und die Schrift kommt von Cat. So, liebe Freunde, das Talentschmiede-Kapitel Bali ist beendet. Wir sind jetzt am Flughafen, es geht wieder zurück nach Deutschland. Puh, waren das bitte krasse 4 Wochen. Ja, Leute, wir sind bald wieder zurück. Wir liegen gerade an der Maschine und freuen uns mega, alle wieder zu sehen. Gut geschlafen? Ich habe echt durchgepennt. Yanzi Fang. Ein auf French Concession genannt, ist so ein Artist-Gebiet mit ganz viel Kunst, aber auch voll viel Restaurants. Wir checken es mal aus. Lass mal sehen. Auf jeden Fall riecht hier nach Pups. Ich habe gerade hier an dem Stand mitgefilmt, wie das Ding entsteht. Das ist ziemlich witzig. Weil der schneidet die so und dann kippt er sie einfach raus. Ja, meine Kokosnuss ohne Schale. Ja. Und die habe ich jetzt. Und hier ist die Flüssigkeit noch drin. Kann man jetzt raustrinken und trotzdem dann alles essen. Ich wollte mich gerade hier so schön bequem so ein bisschen hinlegen. Dann kam gleich ein Security und hat gesagt, no, no, no. Du musst immer generell, ganz wichtig, immer freihändig Modus verwenden. Weil dann kannst du jetzt zum Beispiel nämlich anfangen, Julia zu filmen. Und dann machst du Double Tap auf den Bildschirm. Und dann bist du wieder hier. Und dann machst du wieder Double Tap. Und dann bist du wieder bei Julia. Ja, krass. Bam. Hack Nummer 2, wie kann man bei seiner Story so einen Farbverlauf reinmachen? Beliebige Farbe, das ist von unten so gelb und dann zieht es so ein bisschen ins Bild rein. Und das ist der lächerlichste Hack ever, aber er funktioniert. Ich nehme ein Emoji und zoome ganz nah rein. Boom, liebe Freunde, einen wundervollen guten Morgen aus Darmstadt von uns und im Haferdrink. Ich hoffe, ihr habt richtig Bock auf den heutigen Tag. Ich auf jeden Fall ja, denn heute steht Entrepreneur University auf dem Programm. Wir laufen jetzt hier durch den Park, sind gleich bei der Location und ich glaube, ihr könnt euch auf ein episches Video einstellen. Listen to me, hear me. You can't stop chasing your dream just because somebody in your life won't chase it with you. You can't stop believing in yourself just because somebody in your life won't believe in you. You can't stop chasing the dreams of your life just because when you know when you do it, you're gonna have to do it all by yourself. Es geht los! Boom, liebe Freunde! Hey Dominik, du bist ja auch wieder am Start! Ich bin auch am Start! Hab 3 Monate im Voraus ganz, ganz viel für die Talentschmiede mit organisiert und jetzt bin ich hier in Darmstadt. Aus dem People Family Dress steht. Ich hab es noch im Fernsehen gesehen hier. Ja, und ich hab's mit. Oh! Welche
Aufgabe hast du dir für diese Woche vorgenommen, aber sie noch nicht erledigt. Mach jetzt den ersten Schritt. Ihr seht, ich bin wieder hier. Ich freue mich, euch wiederzusehen. Und ja, ich hoffe, ihr habt eine schöne Zeit auf Bali gehabt. In solchen Räumen hier werden Sieger geboren. Die Sieger von morgen. Warum kann ich euch das sagen? Weil vor genau 20 Jahren hat bei mir in einem solchen Seminar Klick gemacht. Dass ihr nach diesen zwei Tagen hier nicht rausgeht und sagt, waren zwei geile Tage, ich bin motiviert, ich kann per Helium durch die Stadt fliegen, ich möchte, dass du Resultate für dich sprechen lässt. Dass du nicht deine Freunde und Bekannten anfängst zu missionieren, die werden sowieso nicht mitmachen, sondern dass du und die Person, die jetzt neben dir sitzt, diejenigen sind, die dieses Land verändern. Wie wäre denn das? Wie wäre denn das? Moment, wenn du einfach das erste Mal auf der Toilette erkannt wirst. Bist du die mit den Zeichnungen? Ich drehe mich um. Die Larissa hat erstmal eine fette Umarmung von mir gekriegt und es ist einfach gerade so der Glücksmoment. Mega geil, Alter. Ich bin hier echt in den Pausen den ganzen Tag an unserem Stand und so viele Leute kommen, so viele Leute auch, die ich kenne, fühlt sich fast ein bisschen an wie unser eigenes Event. Mega schön einfach, was da so in den letzten Jahren irgendwie für ein Netzwerk entstanden ist. Super schön zu sehen, wie viel Feedback auch zur Talentschmiede kommt. Wir haben jetzt schon so viele Leute, ich habe den Premium-Pass geholt und ich gucke das und ich arbeite das Stück für Stück durch. Ich habe da selber schon die ganzen Learnings irgendwie draus gezogen. Warte mal, ich hole mal einen von denen. Das ist nämlich der Marc und der Marc ist ganz fleißig unterwegs und arbeitet, das ist nämlich auch das Ding, ne? Nicht nur die 7 Talentschmiede-Teilnehmer machen die Dinge, sondern wir haben das ganze Material und damit kann man auch arbeiten. Marc ist das perfekte Beispiel dafür, wie man sowas macht. Und das finde ich richtig geil. Genau. Soll ich kurz erzählen? Gerne. 50 Stunden Videomaterial, aber mega geil strukturiert, vom Lieblingskunden über Positionierung bis hin zur Vermarktung. Hilft euch euren eigenen Leitfaden zu tun. Ja? Also während der Beispiel Lieblingskunde bei euch am Tisch diskutiert wird, sitze ich zu Hause auf dem Sofa und designe meinen eigenen Lieblingskunden. Wie ist dein Lieblingskunde? Ja, mein Lieblingskunde ist 28, ist Physiotherapeut, ja? Ist offen, ist neugierig, will mehr vom Leben, aber weiß nicht so richtig, wie soll das gehackt kriegen. Geil. Aber mega geil auch, dass du einfach so konkret auf den Punkt gebracht hast, weil das ist halt wirklich die Magie in dem Ganzen. Ja. Genau. Mein Lieblingskunde war früher 25 bis 40, schwammig, und jetzt ist er eben genau 28, ist Physiotherapeut, hat einen Beruf, ich weiß genau, was er den ganzen Tag macht, ich weiß, wo die Touchpoints sind, und das ist einfach extrem hilfreich und mega. Und ich bin Robert total dankbar für deine geilen Fragen. Ja, und für die jungen Unternehmer sozusagen. Und ich bin ja schon ein bisschen älteres Semester und selbst ich gucke zu. Also insofern, macht weiter so, Talentschmiede ist ein geiles Produkt und rock on. Wir sehen uns. Hier sind die ganz Großen. Tobi, du hast gerockt, wie immer. Freunde, heute geht einfach die Post ab. Richtig schönes Event bisher. 5 Daumen hoch für die geile Orga. Ich habe vorhin in Erfahrung gebracht, dass 140 Leute im Team hier gerade bei diesem Event mitarbeiten. 140 Leute. Krasse Nummer. Hut ab vor der logistischen Meisterleistung. Richtig stark. Wir machen jetzt mal einen kleinen Schichtwechsel. Jürgen geht nach Hause, Jürgen ist krank. Jürgen hat hart gehustelt in den letzten Bali-Tagen und deswegen übernehme jetzt ich mal Back to the Roots mit der kleinen Vlog. Hallo, bis später. Ohne Witz, solche Events natürlich wegen dem Input ist geil, aber vor allem wegen dem Netzwerk, vor allem wegen dem Austausch, vor allem wegen der Community, vor allem wegen den Gesprächen, was geht hier ab? Ich glaube, wir sollten mal reingehen. Es geht nicht um Techniken, Methoden, ein Verhalten zu verändern. Ein Verhalten, das du überhaupt anders machst. Und ich sage immer wieder, hire for attitude and train skills. Jeder Durchbruch im Leben beginnt mit neuen Fragen. Du kannst keinen Durchbruch erleben, privat nicht, beruflich nicht, wenn du dir nicht neue Fragen stellst. Was geht ab, Freunde? Das war's. Entrepreneur University Tag Nummer 1 ist im Kasten. Heute großartige Talks gesehen. Mein persönliches Highlight, ihr habt's gesehen, Dieter Lange. Kannte ich vorher nicht. Aber was für ein unfassbar weiser Mann, der so viele Gedankenanstöße geliefert hat, dass ich
definitiv noch ein bisschen brauche, darüber nachzudenken. Dieter Lange und natürlich Tobi Beck. Wie immer eine absolute Bank. Ich freue mich riesig drauf, ihn natürlich auch wieder bei der APC 4 zu sehen. Und ich weiß gar nicht, haben wir davon vorhin kurz was gefilmt? Falls nicht, super duper Special Announcement. Heute hat der Ticket Sale für die Awesome People Conference 4 Events gestartet. Das heißt, im Oktober und im November werden wir unsere APC-Events am Start haben. Wir werden in Berlin sein, werden in Köln sein, werden in Frankfurt sein und werden in München sein. Und dafür haben wir jetzt ein halbes Jahr vorher, ich bin sehr, sehr pumped über unsere geile Organisation, dass wir das geschafft haben, schon alles stehen. Wieder natürlich großartige Leute, die Altbekannten mit Baha Yilmaz, mit Jeffrey Kastenmüller, mit Kai S., mit Dirk Kräuter, mit Tobi Beck und viele, viele weitere. Und natürlich auch viele neue Gesichter. Unser Headliner Stefan Mehrath, Autor von Die Kunst, seine Kunden zu lieben. Und der Weg zum erfolgreichen Unternehmer freut mich riesig. Den haben wir in Frankfurt dabei, da haben wir Mehdi Morrison neu dabei, da haben wir Lea Ernst dabei, die General Managerin von Tobi Beck. Und super viele weitere großartige. Fabian Felsch von Brain Effect, Maria Anna Schwarzberg. Es wird awesome, auf jeden Fall. Ich verlinke euch unten drin in der Videobeschreibung die Event-Übersicht auf unserer Facebook-Seite. Da könnt ihr einfach durchklicken und dann könnt ihr für das jeweilige Event, wo ihr kommen wollt oder natürlich auch gerne mehrere, euch ein Ticket sichern. Bis Mitte Mai haben wir den Early Bird, kostet 79 Euro. Ganztags-Event, super krass in die Tiefe. Also das Ding wird auf jeden Fall ein Highlight. Jetzt chillen wir noch ein bisschen. Hier wird jetzt noch gegessen. Ich bereite mich vor, denn morgen bin ich am Start. Entrepreneur Stage, Thema Authentizität im Business, mein Talk. Und ich will nicht allzu viel im Voraus schon mal sagen, aber wir werden ein Stück weit das Event crashen. Ich hoffe, Freunde, was geht ab? Jetzt sind es mittlerweile noch ein paar Minuten. Dann ist mein Talk dran. Und ich kann euch jetzt sagen, ja, ich bin so pumped und ich freue mich so hart drauf und das stimmt auch. Aber da ist natürlich auch eine gehörige Portion Nervosität dabei, insbesondere weil ich heute über das Thema Authentizität im Business sprechen werde und wir ziemlich deep gehen und ich ziemlich gespannt bin, was passieren wird, was mit den Leuten passieren wird, wie sie es aufnehmen werden, ob sie offen dafür sein werden. Das ist ein wichtiges Thema und ich glaube, die brauchen das alle. Und ich habe ein paar crazy Dinge vor. Aber ich weiß trotzdem nicht so ganz, wie es wird. Naja, mal gucken. Und wir werden mal in diese ganze Hustle-Mentalität und mach dein Ding, wenn wir jetzt mal noch eine zusätzliche Tiefe reinbringen, weil ich glaube, dass die sowohl für einen businesstechnischen als auch für einen persönlichen Erfolg in unserem Leben unfassbar, unfassbar wichtig ist und letztendlich genau langfristig da den Unterschied macht. Ich möchte gern mit einem kurzen Video reinstarten. Und dieses Video habe ich vor exakt 10 Minuten auf meinem YouTube-Kanal veröffentlicht. Dieses alles zeigen und alles sharen und dein Innerstes nach außen tragen und Videos darüber drehen, wie ein Kurslaunch gefloppt ist, obwohl ich doch eigentlich Leuten dabei helfen will, wie sie selber das Thema für sich wuppen und ich mir dadurch eingestehen muss, dass ich selber nicht perfekt bin und dadurch verbal auf die Fresse bekomme und YouTube-Videos mache, die teilweise mehr Dislikes als Likes bekommen. Und dann stelle ich mir natürlich manchmal die Frage, warum gehst du nicht eigentlich den entspannten Weg? Warum baust du dir nicht ein passives Ding? Warum skalierst du nicht das Rohkost einmal ins Hoch? Warum holst du nicht eine andere Person rein, die das Ganze für dich wuppt? Du bist mit einem Share beteiligt, kannst die unternehmerischen Skills reinbringen, kannst die Branding-Marketing-Skills reinbringen und das ganze Ding wird groß, wird Millionen-Business. Aber das mache ich nicht. Weil ich weiß, dass der Weg, der sich hier drinnen richtig anfühlt, dass der mich Stück für Stück näher an meinen eigenen Kern bringt, dass das der wirklich Wichtige für mich ist. Und mir geht es so krass auf den Sack, wenn ich Social Media aufmache, also ich bin generell ein riesen Social Media Fan, aber ich bin kein Fan von dem, was so der durchschnittliche Social Media Produzent rausgibt. Wenn wir auf Instagram gehen, dann sehen wir den ganzen Tag nur irgendwie, ja, ich bin jetzt im Urlaub und ich habe meine neue Karre und ich habe irgendwie geheiratet und so weiter und so fort. Das ist ja alles super. Ich bin großer Fan davon, viel mehr der positiven Dinge, die bei uns in unserem Leben abgehen, in die Welt hinaus zu pushen. Weil ich glaube, wir brauchen alle viel mehr Positivität. Das Problem an der ganzen Sache ist nur, was entsteht, wenn ich als Konsument diese App öffne und dann scrolle ich durch, was alle so posten und sehe, geil, Urlaubsbilder und happy Menschen und alles ist cool und so weiter. Und dann denke ich mir innerlich so, in meinem Leben ist irgendwie nicht alles perfekt. In meinem Leben gibt es irgendwie Probleme. In meinem Leben gibt es irgendwie Dinge, bei denen ich nicht weiter weiß und Struggles.
Und was passiert dann, wenn ich die ganze Zeit in meinem Handy nur positive Dinge sehe? Ich fühle mich schlecht, weil ich denke, ich bin der einzige Mensch auf der Welt, bei dem genau solche Dinge abgehen. Und bei allen anderen läuft immer alles super. Und das ist nicht die Realität. Wir sind alles Menschen, wir haben alle Struggles, wir haben alle Probleme, wir haben alle Dinge, wo wir ab und zu mal nicht weiter wissen. Und wenn wir die aber nicht scheren, dann passiert Folgendes. Jeder Konsument, jeder Follower, jeder Abonnent, jeder, der mal unsere Facebook-Seite geliked hat, kriegt ein schlechtes Gefühl. Das heißt, wir erreichen genau das Gegenteil von dem, was wir vielleicht eigentlich erreichen wollen. Wir liften die Leute nicht ab, sondern wir pushen sie down, weil wir ihnen ein schlechtes Gefühl geben, weil wir ihnen diese Illusion einer perfekten Welt geben, die völliger Quatsch ist. Und dementsprechend habe ich es mir auf die Fahne geschrieben, mehr authentische Dinge rauszuscheren. Und zum Beispiel, wenn ich irgendein Projekt gemacht habe und das ist in die Hose gegangen, dann mache ich ein Video darüber. Und klar, natürlich, auf den ersten Blick ist das kontraproduktiv für meine Positionierung, kontraproduktiv für das, was ich nach draußen tragen möchte, dass ich Menschen dabei unterstütze, wie sie ebenfalls ein Leidenschaftsthema, einen Skill, den sie haben, in ein Business verwandeln können. Kurzfristig ist das vielleicht kontraproduktiv, was langfristig dadurch aber entsteht, ist ein krasses Vertrauen. Jedes Mal, wenn ich ein Video mache, wo ich etwas share, was vielleicht nicht so gut gelaufen ist, dann sind das die Videos, wo dann Feedback kommt von Leuten, die sagen, boah, krass, voll schön, dass du es gesagt hast, weil sonst, ich habe immer dieses Gefühl, okay, ich bin der Einzige, bei dem nicht immer all die Dinge funktionieren. Aber dadurch, dass du es auch mal rausgehauen hast, habe ich jetzt irgendwie ein besseres Gefühl bei der Sache. Und das ist ein Feedback, was mir so, so wichtig und so, so wertvoll ist, weil ich weiß, dass das durch alle Positivität, die wir raustragen können, eben nicht entstehen kann. Und was dadurch entsteht, ist eben ein krasses Vertrauen. Und ich glaube, in einer Zeit, wo wir von allem einen heftigen Überfluss haben, wo es von allem mehr als genug gibt, ist Vertrauen die Ressource, die wirklich spärlich ist. Aber ich glaube, dass wir genau in solchen Situationen, die eigentlich komplett alltäglich sind, aber die niemand shared, dass wir genau da drin einen riesigen, riesigen Mehrwert für andere Menschen kreieren können. Und klar, natürlich, solche Geschichten polarisieren dann. Wir haben, wenn man sich die iTunes-Bewertung von dem Podcast reinzieht, super viele Ein-Sterne-Bewertungen. Super, super, super viele Ein-Sterne-Bewertungen, weil Leute einfach sagen, das ist der größte Scheiß, den ich je gehört habe. Sowas kann man doch nicht ins Internet stellen, das ist doch viel zu privat, sowas geht doch nicht. Und ja, natürlich, das ist voll normal. Auch bei meinem YouTube-Kanal, wenn ich zum Business-Thema Persönliches raushaue, auch Verletzliches raushaue, Authentisches raushaue, Dinge, die nicht funktioniert haben, auch da super viele Dislikes. Und Leute, die mit dem Finger drauf zeigen, die sagen, ha, habe ich es ja gewusst. Dann habe ich eine Challenge gegeben, Leute, macht ein persönliches Video von euch und schickt es mir per WhatsApp. Ich shoutoute das in der Insta-Story. Ich bin gespannt, wie viele Nachrichten ich über die nächsten Tage bekommen werde und wie viele Leute das wirklich umsetzen, weil das ist natürlich immer mein Hauptziel. Weil deswegen bin ich auch so ein bisschen gegen diese klassischen Speaking-Dinge, weil ich immer das Gefühl habe, keiner setzt was um, man lässt sich motivieren, dann gehen sie raus und lässt wieder raus aus dem Kopf. Und deswegen habe ich das versucht, ein bisschen zu hacken mit der Übung. Mal gucken, was davon passiert. Was möchtest du der Awesome People Family sagen? Eine Lebensweisheit bitte. Never give up. Just never give up. You think the number one thing is to have this faith of just keep standing tall and never giving up? Can everybody just never give up? Leute, das war's. Im Hintergrund seht ihr, wenn der Fokus... Hab's blau vielleicht. Super! Das war nicht abgesprochen. Schau mal. Hier ist noch... Darmstadion, geil, Alter. Das war ein fucking mindblowing Wochenende. Richtig schön. Richtig, richtig, richtig schön. Und jetzt ist natürlich der Tag noch nicht vorbei, denn jetzt, wo wir wieder zurück in Deutschland sind, nehmen wir natürlich jede Opportunity mit, um bei den Mastermind-Events dabei zu sein. Denn alle mit dem Premium-Pass kriegen ja nicht nur den ganzen Content der Workshop, sondern sind auch noch bei unseren ganzen Mastermind-Events am Start. Ich glaube, wir haben 35 Mastermind-Events oder sowas, die quer durch Deutschland in den 10 Wochen verteilt sind. Das heißt, in jeder Stadt so 3 bis 5. Da spazieren wir jetzt mal rüber und gucken mal, was da noch so alles abgeht. So, Freunde, what a crazy day. Das war's. Entrepreneur University, 2 überheftige Tage und jetzt hatten wir gerade noch unser Mastermind-Event und ich bin einfach komplett durch. Ich werde jetzt schlafen, morgen geht's nach Berlin und dann beginnt natürlich der spannende zweite Teil der Talentschmiede mit unserer Deutschland-Tour, wo wir jeden nacheinander zweimal
durchklingeln werden und nochmal Einzelcoaching-Tage machen und ihr natürlich auch sehen werdet, wie die Leute so wohnen, was da so abgeht, wie das so aussieht. Und da werden wir natürlich dann regelmäßig einchecken, wie sie vorangekommen sind. Und jetzt werdet ihr natürlich wirklich die Resultate sehen. Wir haben jetzt super viel Fundamentarbeit gemacht, aber jetzt geht es darum, dass jeder die Dinge umsetzt. Und das werden wir natürlich ebenfalls hier in den Talentschmiede-Videos dokumentieren. In diesem Sinne, wir sehen uns im nächsten Video. Dann wieder zurück aus Berlin. Ich freue mich drauf. Good night. Wir starten heute die Awesome People Talentspiele Tour. Das ist jetzt mein Angebot, weil das ist halt in den meisten Facebook-Gruppen jetzt eher nicht so cool. Mike Tyson habe ich nicht live gesehen, denn ich brauche Mike Tyson nicht, da ich Leo Eckel in meinem Leben habe. Das funktioniert nicht. Chiki, ich habe dich schon lange nicht mehr gesehen.